Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt erneut um das Thema rechte Gewalt und Gewalt von Corona-Leugnern. Diesmal haben wir Organisationen der Zivilgesellschaft zu Gast. Und ich stelle vor, rechts neben mir hat Platz genommen Robert Kusche. Er ist Vorstandsmitglied beim Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und Geschäftsführer bei der regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen. Daneben hat Platz genommen Pia Lamberti. Sie ist Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Sie ist Sozialpsychologin und Buchautorin zum Schwerpunkt Verschwörungsnarrative und Antisemitismus. Und ganz außen hat Platz genommen Idriss Hashemi. Er ist Überlebender und Hinterbliebener des rassistischen Attentats vom 19. Februar 2020 in Hanau. Und er ist Zeuge im Hanau-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. An Sie alle ein herzliches Willkommen und wir beginnen mit Herrn Kusche. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Ich muss Ihnen leider erneut eine alarmierende Bilanz rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vorlegen. Das sind die Zahlen der unabhängigen Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Deutschland. Besonders dramatisch auch letztes Jahr starben erneut Menschen an den Folgen dieser Gewalt. 5 Menschen, darunter 3 Kinder, wurden auf unvorstellbare Weise aus dem Leben gerissen. Im September letzten Jahres tötete ein Anhänger der Corona-Leugnerbewegung aus rechten Motiven einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz aus Protest vor den staatlichen Pandemieschutzmaßnahmen. Und nur wenige Monate später, im Dezember letzten Jahres, tötete aus antisemitischen Verschwörungsnarrativen heraus ein Anhänger der Corona-Leugnerbewegung 4 seiner Familienangehörigen. Beide Täter waren schon Jahre vor dem Tötungsdelikten Anhänger von rechten Parteien und Verschwörungsideologien. Und damit haben wir allein in den letzten 3 Jahren, also seit 2019, 17 Todesopfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in diesem Land zu beklagen. Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, das sind die größten sicherheitspolitischen Bedrohungen für die Menschen hier in diesem Land. Und damit nach wie vor eine der wichtigsten Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Wir als unabhängige Beratungsstellen haben für das zurückliegende Jahr insgesamt 1.391 Angriffe in 9 Bundesländern dokumentiert. Und das trotz Pandemiemaßnahmen und teilweise monatelangen Ausgangsbeschränkungen. Wir sprechen damit von bis zu 4 gewalttätigen Angriffen täglich. Dies beinhaltet versuchte und vollendete Tötungsdelikte, schwere Körperverletzungsdelikte, Brandstiftungen und massive Bedrohungen. Und lassen Sie mich das hier auch an der Stelle nochmal sagen, hinzu kommt bei den Betroffenen ein erheblicher Vertrauensverlust bei sehr vielen Menschen, verursacht durch das Bekanntwerden rechter Netzwerke in der Polizei und der Beteiligung von Polizisten an gewalttätigen rassistischen Angriffen, so wie beispielsweise letztes Jahr in Sachsen, in Freiberg, wo bei einem Angriff in einem Bus ein Polizist beteiligt war. Und hinzu kommt, dass nach wie vor in diesem Land die Strafverfolgung sehr, sehr schleppend vorangeht. Auch hier der Verweis auf Chemnitz beispielsweise, die Verfahren von 2018, Revolution Chemnitz als Schlagwort, die laufen immer noch und sind nicht abgeschlossen. Auch 2021 war Rassismus wie in den Vorjahren das bei Weitem häufigste Tatmotiv. Rund 2 Drittel aller Angriffe, 816 Fälle, waren rassistisch motiviert und richteten sich überwiegend gegen Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung sowie gegen schwarze Menschen, Deutsche. So beispielsweise wurde in Berlin-Pankow ein Mann von 2 Nachbarn rassistisch beleidigt, körperlich angegriffen und die Nase gebrochen. Davor gab es regelmäßig massive Beleidigungen, Hetze, Verleumdung und so weiter gegen diese Person oder gegen den Betroffenen. Letztes Jahr auch noch mal hervorzuheben, es gibt sehr viel mehr Menschen, die Opfer werden, weil sie als politische Gegnerin wahrgenommen werden. Also die Menschen, die engagiert sind hier in dieser Republik, da haben wir 317 Fälle zu beklagen. Ein Beispiel aus Karlsruhe, nach einer nicht genehmigten Versammlung von der Querdenkenbewegung wird ein 65-jähriger Passant durch die Demonstrationsteilnehmerin geschlagen und massiv verletzt. Zuvor hatte er nämlich die Polizei informiert. Besonders erschreckend, fast 1/6 der Betroffenen sind besonders schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. Dass Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum von fremden Erwachsenen gestoßen, angeschrien, geschlagen werden, lässt unserer Meinung nach
auf eine massive Verrohung und Brutalität der Täterin schließen. Auch hier ein Beispiel aus Sachsen. Eine Mutter mit Hijab und ihren Kindern wird über Monate hinweg von ihren Nachbarinnen rassistisch beleidigt, bespuckt und körperlich angegriffen. Die Dunkelziffer nicht angezeigter und auch den Beratungsstellen nicht bekannter rechter Gewalttaten ist natürlich wesentlich höher. Wir erfassen derzeit Zahlen für die Hälfte der Bundesrepublik, also in den neuen Bundesländern sowie NRW, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Aus verschiedenen Studien, beispielsweise vom Bundesamt, vom BKA, wissen wir, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Auch die aktuelle DEZIM-Studie zum Thema Rassismus sagt ziemlich deutlich, dass Betroffene viele Fälle einfach gar nicht irgendwo hinmelden, weder zu uns noch zu den Sicherheitsbehörden. Und leider müssen wir, wie bereits in den Vorjahren auch, von einer hohen Anzahl nicht registrierter rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalttaten sowie von einer eklatanten Unterfassung bei Polizei und Justiz ausgehen. Schon im letzten Jahr hatte das BKA lediglich die Hälfte der rechten Gewalttaten registriert. Dieses Jahr zeichnet sich ab, und Sie haben das vorhin gehört, dass die Polizei in den Ländern massive Probleme hat, Gewalttaten durch Anhängerinnen der Verschwörungsideologien und der Corona-Leugnerinnenbewegung richtig polizeilich zu kategorisieren. Stattdessen sehen wir einen eklatanten Anstieg des Anteils PMK nicht zuzuordnen, sowie der sogenannte verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, wodurch wozu eine massive Gefahr besteht, dass tatsächlich das Lagebild verwässert wird. Zwei Punkte zum Ende noch, dass das unterstreichen soll. Der Fall von Ida Oberstein, Alex W., wurde bisher nicht offiziell anerkannt. Hingegen der Mord in brandenburgischen Slenzig aus antisemitischen Gründen sehr wohl, was richtig ist. Und ein dritter Punkt, und das ist natürlich besonders dramatisch und unterstreicht nochmal, dass viele Betroffene kein Vertrauen mehr haben, ist, dass Betroffene ganz oft selber das rassistische Tatmotiv belegen müssen. Es gibt einen Fall aus Berlin, wo eine junge Frau aus dem Krankenhaus hinaus mit einem Instagram-Video tatsächlich erst die Polizei darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier ein rassistisches Tatmotiv vorliegt und die Polizei dann auch im Nachgang in die Richtung ermittelt hat. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kusche. Herr Hashemi. Dankeschön. Warten Sie, ich habe, glaube ich, nicht das richtige Mikro auf. Jetzt, glaube ich. Jetzt, oder? So, ja, jetzt, bitte. Ja. Dankeschön. So, wir, die Angehörigen, haben es uns als Aufgabe genommen, Konsequenzen durchzusetzen. Schon seit 2,5 Jahren führen wir förmlich einen Kampf gegen die Behörden und Justiz, um die Morde an Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu, Willi Viorel-Paun, Hamza Kurtovic, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Carlo Jan Velkov und Said Nessa Hashemi aufzuklären. Denn Hanau soll eine Zäsur werden. Wir sind auch stolz auf uns und unsere solidarischen Mitmenschen in der Gesellschaft und der Politik, dass wir es hinbekommen haben, einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag zu bekommen. Nun müssen wir sehr genau auf diesen Untersuchungsausschuss schauen und darauf hinarbeiten, dass dieser Ausschuss alle Fehler aufdeckt, um aus genau diesen zu lernen. Es gibt nämlich keinerlei Einsicht in die eigenen Fehler der Polizei, obwohl diese mehrfach von Journalisten und Angehörigen nachgewiesen wurden. Es herrscht eine ständige, ja fast schon kindische Abwehrhaltung der Polizei. Man muss tief an die Strukturen ran, wenn sich wirklich was ändern soll. Man muss selbstkritisch und ehrlich die Fehler aufarbeiten. Das gilt auch für die 13 SEK-Beamten, die in rechten Chatgruppen unterwegs waren und an der Stürmung des Täterhauses in Hanau beteiligt waren. Und stellen Sie sich vor, ich habe den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier gefragt, ob er verstehen kann, wie man sich fühlt, wenn ein Rechtsextremer auf dich selbst, deinen Bruder und deine Freunde schießt und man die 110 ruft und um Hilfe bittet und diese dann 13 weitere Rechtsextreme schickt. Seine Antwort: Nur weil sie so ein Gedankengut haben, heißt es nicht, dass sie ihren Job schlecht machen. Diese Aussagen von Politikern zeigen, dass dieses Thema vor allem in Hessen, wo es NSU, Walter Lübcke, NSU 2.0, rechtsextreme Chatgruppen, der Hanauer Anschlag, das alles ist nur eine Handvoll Beispielen in Hessen und dass dieses Thema einfach nicht ernst genug genommen wird. Und deshalb setzen wir große Hoffnung in den Untersuchungsausschuss, um wenigstens Antworten auf unsere Fragen zu dem Anschlag in Hanau zu bekommen. Aber wir machen uns keine Illusionen. Denn bisher haben die geladenen Experten nicht einmal Akteneinsicht bekommen. Denn die bisherigen Fachleute und Gutachter haben unmissverständlich dem Untersuchungsausschuss mitgeteilt, dass ihre Informationen viel zu mangelhaft sind. Denn die Informationen, die sie haben,
beziehen sich nur auf Medienberichte. Wir hoffen auf Aufklärung und verantwortungsbewusstes Handeln der Verantwortlichen, um unser Land etwas sicherer zu machen. Und wir werden uns nicht auf Ausreden wie vom Generalbundesanwalt einlassen, wo uns gesagt wurde, wisst ihr eigentlich, wie viel Irre uns jeden Tag schreiben? Dieser Irre, wie ihr ihn nennt, hat dafür gesorgt, dass 9 unschuldige junge Menschen ihr Leben lassen mussten. Und es ist noch viel beunruhigender zu wissen, dass sich täglich so viele Extreme an die Behörden wenden und dennoch weggeschaut wird. Keiner kann sich von Hanau wegducken, weder die Polizei, Politiker noch Minister. Wir werden so lange weiter für die Gerechtigkeit aller Hinterbliebenen einer extremistischen Gewalttat kämpfen, bis die nötigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Das Opferentschädigungsgesetz ist ein bürokratisches Monstrum, was viele Menschen vor einer sehr großen Herausforderung stellt. Manche dieser Gesetze sind so veraltet, dass nicht einmal die zuständigen Behörden genau wissen, wie sie diese anzuwenden haben. Außerdem ist es für viele Hinterbliebene und Angehörige sehr belastend, alle 2 bis 4 Jahre ein Gutachten unterzogen zu werden, in dem sie immer wieder aufs Neue alles nochmal im Detail durchgehen müssen, um zu beweisen, dass sie nach so einer schrecklichen Tat immer noch einen bleibenden Schaden von diesem Ereignis tragen. Der 10-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus der Bundesregierung ist ein wichtiger und notwendiger und längst überfälliger Schritt. Vor allem, weil wir sehen, wie die letzten 2 Jahre die rechtsextreme Szene immer weiter größer wird und an Einfluss gewinnt. Viele von ihnen sind bei den Querdenkern untergekommen. Und diese Strukturen werden vom Verfassungsschutz nicht als rechtsextrem gewertet, obwohl viele Gewalttaten von ihnen in die rechte Szene zuzuordnen sind. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es diesen Aktionsplan der Regierung gibt. Jedoch ist die Umsetzung dieses Plans zu unkonkret. Es gibt kein genaues Konzept, wie man die Punkte in der jetzigen Legislaturperiode durchsetzen möchte. Außerdem weiß man nicht genau, wie zum Beispiel in Punkt 10 die Rolle der Hinterbliebenen und Überlebenden in Bezug auf die Sensibilisierung und Umgang der Behörden nach einem Terroranschlag aussehen soll. Doch letztendlich bleibt festzuhalten, der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist nicht nur eine polizeiliche oder juristische Aufgabe. Es liegt an uns allen, jeder und jedem Einzelnen in unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Schemi. Dann Frau Lamberti, bitte. Dankeschön. Verschwörungserzählungen sind, wenn sie zur Ideologie werden, zutiefst antidemokratisch und menschenverachtend. Die Menschen, die als Feindbild ausgemacht werden, erleben Beleidigung, Bedrohung und Gewalt bis hin zu Morden. In der Corona-Pandemie zeigte sich spätestens offenkundig, welche Gefahren von so einer Mobilisierung ausgehen. Das verschwörungsideologische und rechtsextreme Milieu konnte einer der größten Mobilisierungserfolge der letzten Jahre verzeichnen. Seit Anbeginn der Covid-19-Pandemie entwickelten sich große verschwörungsideologische Netzwerke und Protestdynamiken, die immer wieder von bekannten Rechtsextremen koordiniert und begleitet wurden. Auf diesen Protesten kam es zu Angriffen gegenüber der Presse. Antisemitismus wurde in verschiedenen Formen verbreitet. Die Zahlen zu rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die Sie gerade gehört haben, belegen diese Bedrohungslage eindeutig. Auch weitere Auswertungen zeigen, wie stark die verschwörungsideologische Mobilisierung sich auf das demokratische Klima auswirkt und zur Gefahr für all jene wird, die als Feindbild markiert werden. Das trifft auch diejenigen, die als vermeintliche Mittäter identifiziert werden. Journalistinnen werden auf den Protesten als Lügenpresse diffamiert oder sogar körperlich bedroht. Die Situation hat sich so zugespitzt, dass Deutschland bereits 2021 in der Rangliste der Pressefreiheit heruntergestuft wurde. 2022 verschlimmerte sich die Situation nur. Mittlerweile liegt Deutschland auf Position 16. Die meisten der Angriffe ereigneten sich bei den Protesten des Querdenkenspektrums. Auch die Zahlen der Straftaten gegen Politikerinnen sind in der Pandemie gestiegen. Politisches Engagement wurde vielfach durch dieses Milieu zum Risiko. Insbesondere Lokalpolitikerinnen mussten erfahren, dass die Bedrohung sogar bis vor ihre Privathäuser wirkt. Vor wenigen Wochen wurde von geplanten Entführungen des Gesundheitsministers Karl Lauterbach berichtet. Dem gingen zahlreiche Bedrohungen im Netz voraus. Auf Listen werden Personen gesammelt, die sich angeblich während der Pandemie schuldig gemacht hätten. Todeslisten, die auch noch heute kursieren und für den Tag X, den Tag der Abrechnung, vorbereitet werden. Auch Wissenschaftlerinnen haben in der Pandemie erfahren müssen, was es heißt, bedroht zu werden für die eigene Arbeit. Lügenkampagnen, Beleidigungen, Morddrohungen begleiten den Alltag.
Und das hat Konsequenzen. Wissenschaftlerinnen überlegen sich, ob sie überhaupt noch in die Öffentlichkeit treten wollen. Und das in Zeiten, in denen wissenschaftliche Expertise und Wissenschaftskommunikation nötiger ist denn je. Auch andere Gruppen wurden in der Pandemie immer wieder angegriffen. Menschen, die als asiatisch wahrgenommen werden, wurden für die Pandemie direkt verantwortlich gemacht und attackiert. Maskengegnerinnen griffen Menschen an und beleidigten sie immer wieder auch rassistisch. Es gab eine deutliche Zunahme antisemitischer Vorfälle mit Bezug zu Verschwörungserzählungen. Ein verschwörungsideologisches Weltbild ist eng verwoben mit rassistischen und antisemitischen Elementen. Das zeigt sich in den gefährlichen Erzählungen eines angeblichen Bevölkerungsaustausches, die immer wieder herangezogen wurden, um rechte Gewalt und Rechtsterror zu legitimieren. Das verdeutlicht sich in antisemitischen Zuschreibungen in der Pandemie. Allein 2021 gab es 5 Todesopfer mit Bezug zu Verschwörungsideologien und Antisemitismus. Die politische Dimension dieser Gewalt wird dabei oft verkannt. Das alles ist ein unhaltbarer Zustand, der unsere Demokratie und insbesondere Menschen, die als Feinde ausgemacht werden, direkt gefährdet. Die letzten 2 Jahre haben noch einmal verdeutlicht, dass eine klare Einordnung von Straftaten, die im Kontext der Anti-Maßnahmen-Proteste stattfanden, von Seite der Sicherheitsbehörden oft fehlte. Ein großer Teil dieser Straftaten wird politisch nicht eingeordnet, wie Sie vorhin gehört haben. Die hohe Zahl an Straftaten ohne politischen Bezug zeigt noch einmal deutlich die Schwachstellen des bestehenden Klassifikationssystems im Umgang mit dem Protestgeschehen in der Covid-19-Pandemie. Die antidemokratische, menschenverachtende Motivation hinter den rechten Taten wird durch diese Klassifikation so häufig falsch bewertet. Diese Einordnung ist nicht nur eine Frage von Statistiken. Es geht darum, wie das Gefahrenpotenzial dieser Mobilisierung bewertet wird und welche politischen Maßnahmen darauf abgeleitet werden können. Für ein umfassendes Verständnis ist es dringend geboten, neben den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik auch weitere Elemente wie die zivilgesellschaftliche Erfassung oder die Perspektiven von Betroffenen mit einzubeziehen. Gerade die letzten Wochen haben noch einmal klar verdeutlicht, dass Tag-X-Szenarien und die Gefahr von Rechtsterrorismus nicht gebannt sind. Dieses Milieu hat sich in den letzten 2 Jahren stark radikalisiert und zeigt eine klare Gewaltbereitschaft, da nicht davon auszugehen ist, dass mit Ende der Maßnahmen ein Ende der Netzwerke erreicht sein sollte, besteht hier dringender Handlungsbedarf. Gerade jetzt, wo sich der Frust über ausbleibende Mobilisierungserfolge mit neuen Narrativen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mischt, kann eine neue Legitimation zur Gewalt bieten. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen und die Erste hat Frau Wolf. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und wenn ich das sagen darf, vielen Dank, Herr Hashemi, dass Sie hier von Ihrem Engagement berichten. Ich möchte meine Frage trotzdem gerne zuerst an Herrn Kusche richten. Sie haben von diesem Bereich PKM nicht genauer zugewiesen gesprochen, der ja auch in der Statistik vorher in der vorhergehenden Pressekonferenz angesprochen wurde. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass die Behörden, das Innenministerium eine Zunahme der rechten Gewaltbereitschaft verleugnen, sondern das wird ja schon klar benannt. Mich würde interessieren, sehen Sie da tatsächlich blinde Flecken und was könnte denn bei der statistischen Auswertung wirklich verbessert werden, weil das nun mal statistische Erfassungskriterien sind? Ja, vielen Dank. Na, ich glaube, wir brauchen tatsächlich, um dieses Problem und die Herausforderung ernst zu nehmen und auch politische Gegenstrategien entwickeln zu können, brauchen wir gute Analysen und verlässliche Daten. Und wir können gerne einen Rückblick machen, das sehen Sie auch in unserer Pressemappe. Letztes Jahr beispielsweise, 2020, haben wir 1.322 Fälle gezählt. Und man muss noch mal sagen, wir zählen tatsächlich nur, haben ein eingeschränktes Sichtfeld. Wir gucken auf Ostdeutschland und ein paar andere westdeutsche Bundesländer, wo wir sozusagen unser unabhängiges Monitoring machen. Das Bundeskriminalamt bzw. das Bundesinnenministerium kommt in dem gleichen Zeitraum für die gesamte Bundesrepublik gerade mal auf 813 Fälle. Und ich glaube, sozusagen diese Wahrnehmungslücke, die da besteht, und wir sagen ehrlicherweise von uns, also wir gucken nur auf die Hälfte der Bundesrepublik. In den anderen Teilen wissen wir es gar nicht, weil es nicht ausreichende Ressourcen gibt, so ein unabhängiges Monitoring zu machen. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht richtig, wie groß das Phänomen ist. So, und andererseits, wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen hier anhöre neben mir, sehe ich sehr wohl in der Realität und in der Praxis, dass es massive Auswirkungen hat und dass das sozusagen jahrelang unterschätzt wurde. Und ich finde, es ist die Verantwortung
der Landeskriminalämter und auch des BKAs hier einfach eine bessere Zuordnung zu machen. Und ich finde, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, oh, das ist vielleicht, oh, das braucht Zeit oder was weiß ich, das dann einfach in diese Kategorie, wir wissen es nicht, einfach einzuordnen und damit diesen Fall abzutun, weil das verwässert tatsächlich die Statistik. Aber nochmal nachgefragt, es ist vor ein sehr anschaulicher Fall beschrieben worden. Eine Person, die auf einer Corona-Leugner-Demo ist, einen Judenstern trägt und gleichzeitig ungeimpft, also sich als ungeimpft labelt. Da sagt dann Münch, das müsste man sich im Einzelfall angucken, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Person als nicht genauer, also nicht sozusagen nach Rechts-Links-Schema eingeordnet werden würde. Wie müsste dann aus Ihrer Sicht so eine Einordnung aussehen? Also müsste man jeden Einzelfall im Detail überprüfen, um zu sehen, welche politischen Hintergründe oder Verstrickungen hat die Person? Also ich würde sagen, wenn man eine Kategorie hat, die nicht näher definiert ist und diese Kategorie immer größer und größer wird, spricht das ja nicht für die Qualität der Messung. Da bedeutet, bräuchte man eine andere Klassifikation. Und was wir auch in unserem Monitoring immer wieder gesehen haben, ist, dass Personen auf diesen Protesten apolitisch wirkten. Aber wenn man sich dann mal angeschaut hat, wer sind denn diese Personen, man den gleichen Personen eine rechte Haltung zuordnen konnte. Und ich glaube, hier braucht es Nachbesserungen und da muss einfach auch geschaut werden, wie es dazu kommen kann, dass eben ein mindestens strukturell rechtsextremes Protestgeschehen einfach nicht richtig eingeordnet werden kann. Und gerade wenn wir eben von antisemitischen Haltungen sprechen, die dann quasi als, wissen wir auch nicht so genau, was wir damit tun, darunter fallen. Dann habe ich eine Frage von Frau Sawicki vom Nachrichtenportal Watson. Das Innenministerium wird dafür kritisiert, zu wenig Angriffe als politisch rechtsmotivierte Gewalt zu werten. Was müsste sich darüber hinaus ändern, um dieses zu verhindern? Und warum schreiten die Behörden nicht stärker ein? Ich glaube, es wurde teilweise ja gerade schon mit beantwortet. Ne? Also wir müssen tatsächlich besser auf die Kategorien gucken. Es muss genauer drauf geguckt werden, es muss wahrscheinlich vielleicht auch mehr Ressourcen investiert werden, um diese Einordnung zu machen und um dann auch sozusagen eine klare Aussage zu treffen. Und ich kann mich da mit meiner Kollegin Frau Lambardi anschließen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn diese eine Kategorie, die ja eine Auffangkategorie ist, stetig wächst und größer wird, heißt es wahrscheinlich, dass da nicht sehr genau hingeguckt wird und sich zu wenig Zeit genommen wird, diese Fälle klar zu benennen und die in den einzelnen Items, die ja die PMK vorsieht, einzusortieren. Herr Fassner? Ja, ich möchte nochmal zurückkommen, Herr Fassner von der Deutschen Welle, auf die Kritik am Innenministerium, am BKA und so weiter. Die Frage richtet sich potenziell an alle. Ich überlasse es Ihnen dann, darauf zu antworten. Wie sind denn da Ihre Kontakte, beispielsweise ganz konkret mit dem Bundeskriminalamt, das Stichwort Aktionsplan Rechtsextremismus ist gefallen. Da läge es ja auf der Hand, da es ja auch mehr Mittel, mehr Programme gibt. Frau Faeser hat ja hier vor einer Stunde auch von der zivilgesellschaftlichen Rolle gespielt, von dem Engagement und so weiter und so fort. Also insofern bitte ich mal von Ihrer Seite, Frau Lambertia-Kusche, um eine Einschätzung oder eine Beschreibung, wie da die Kontakte sind. Und an Herrn Schemi die Frage, Sie haben ja vorhin, Frau Faeser, begrüßt, ihr die Mappe übergeben. Und Sie kennen sie ja wahrscheinlich noch aus Hessen. Wenn Sie da vielleicht mal sagen könnten, wie Sie Ihre Rolle jetzt als Innenministerin sehen, sind Sie damit auch also zufrieden, gerade mit Blick auf das Thema, was Sie ja auch sehr in den Vordergrund stellt? Ja, gerne. Gut, also unser Kontakt zu Nancy Faeser ist ja schon länger da, schon, wie Sie gesagt haben, in Hessen. Also Nancy Faeser habe ich kennengelernt gehabt, knapp ein halbes Jahr nach dem Anschlag ist sie zu uns nach Hanau gekommen und da habe ich sie das erste Mal persönlich kennengelernt gehabt. Und ab diesem Zeitpunkt standen wir mit ihr auch sehr eng im Kontakt. Ich meine, Nancy Faeser war einer der Hauptverantwortlichen gewesen, dass wir überhaupt einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag durchgesetzt bekommen haben. Und dieser Kontakt ist bis heute noch aufrecht geblieben.
Wir haben uns auch letzte Woche im Kanzleramt mit ihr getroffen gehabt, mit dem Bundeskanzler, wofür wir auch sehr dankbar waren und uns ausgetauscht haben. Und genau, das zu diesem Punkt. Zu der Frage, wie die Zusammenarbeit ist mit den Behörden. Also es gibt natürlich, es gibt Kontakte, sagen wir es mal so. Man sieht sich auch bei Konferenzen und bei Fachtagungen. Allerdings gibt es keine Zusammenarbeit auf operationaler, täglicher Ebene. Also es gibt keinen Austausch mit dem BKA über explizite Fälle. Es gibt auch keinen Austausch darüber, über unsere Kritik an ihrer Statistik. Es gab mal vor langer, langer Zeit eine Konsultation auch zu der Frage, wie das PMK-System überarbeitet werden kann. Also da gibt es auch immer wieder partiell, wird unsere Expertise da eingeholt. In den Ländern, und da kann ich jetzt vor allen Dingen für Sachsen sprechen, ist es so, dass es auch so ist, dass man sich natürlich kennt, den Leiter des LKAs. Aber auch hier ist es so, dass es keinen Austausch über einzelne Fälle gibt, über die Zuordnung einzelner Fälle. Das sind Sachen, die wir immer mal wieder mit anbringen, dass das vielleicht sinnvoll wäre, in Sachsen explizit, aber bisher hat sich das nicht etablieren können. Nachfrage, wenn Sie gestatten, gerade an. Warum? Woran liegt es? Wir hören mal zwei Seiten dazu. Insofern ist es schade, dass Sie jetzt hier nicht mehr mit Frau Faeser und Herrn Münch hier auf dem Podium sitzen, aber das klingt in meinen Ohren zunächst mal, ja, man redet miteinander, dann sagt man Tschüss und dann geht man wieder getrennter Wege. Und da Sie die fehlenden Ressourcen angesprochen haben, um Deutschland insgesamt in den Blick zu nehmen, da fehlen ja etliche Bundesländer. Ich sage es jetzt mal ganz spontan heraus, da wäre es ja geradezu naheliegend, dass Sie und ähnliche Organisationen aufs BMI in dem Fall zugingen und sagen, Mensch, Aktionsplan Rechtsextremismus, wir ziehen am selben Strang. Da dürfte es auch nicht an den Mitteln scheitern. In dem Fall reden wir ja sicherlich auch über finanzielle zunächst mal. Ja, ich gebe Ihnen schon recht, dass da mehr passieren könnte und es auch wünschenswert wäre. Ich glaube aber trotzdem auch, dass die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der unserer Statistik auch sinnvoll ist, dahingehend, dass Betroffene, und das wissen wir aus vielen Studien, sich teilweise aus den Sachen, die hier auch genannt wurden, einfach nicht zu Behörden gehen und dann eher zur Zivilgesellschaft gehen und dort zumindest den Fall melden wollen, gegebenenfalls bei uns auch dann Beratung in Anspruch nehmen. Und ich glaube sozusagen, da gibt es auch, es ist auch gut, dass es da eine Trennung gibt. Nichtsdestotrotz, Sie haben schon recht, die Zusammenarbeit könnte besser sein. Aber vielleicht ist das auch mit Frau Faeser ein neuer Auftakt. Das wird sich ja, vielleicht sitzen wir nächstes Jahr oder wissen wir nächstes Jahr mehr. Herr Dufignier. Meine Frage geht an Herrn Kusche und Herrn Hashimi. Zwei Fragen. Was sehen Sie als die größte Herausforderung bei der Bekämpfung von rechter Gewalt? Und es gibt sehr viel Kritik unter Migranten-Community, dass die deutsche Regierung nicht genug gegen rechte Gewalt tut. Wie sehen Sie das? Naja, einmal, dass nicht genug getan wird gegen Rassismus, stimme ich vollkommen zu. Da muss noch einiges gemacht werden. Dass der 10-Punkte-Programm der Bundesregierung jetzt auf den Weg gegangen ist, wie schon gesagt, ist ein notwendiger, längst überfälliger Schritt gewesen. Habe ich persönlich auch, setze ich große Hoffnung in Nancy Faeser als Bundesinnenministerin, dass sie diese Punkte auch noch in dieser Legislaturperiode durchsetzt. Es fehlt zwar bis jetzt noch ein genaues Konzept, wie man so etwas jetzt durchsetzen möchte, doch ich denke, dass mit der Nancy Faeser wir einiges erreichen können, was Thema Rassismus betrifft und Rechtsextremismus. Naja, ich glaube, es gibt da, wie Herr Hashimi sagt, dass es gibt große Erwartungen an die neue Bundesregierung in den Punkten. Also es gibt diesen 10-Punkte-Plan, es gibt im Koalitionsvertrag einige Sachen, die gut und richtig sind, das Demokratiefördergesetz beispielsweise. Es gibt die über 80 Punkte aus dem Koalitionsausschuss von der letzten Bundesregierung und ich würde sagen, wir als Bundesverband, aber auch andere zivilgesellschaftliche Akteure sind da schon sehr hinterher, dass diese Sachen umgesetzt werden. Aber zur Wahrheit gehört aber auch, das wissen Sie auch, dass ich meine, uns als Opferberatungsstellen gibt es seit mehr als 20 Jahren. Wir machen diese Arbeit sozusagen schon sehr, sehr lange. Und es gab immer wieder sozusagen gerade beim Demokratiefördergesetz, ich glaube, es ist der dritte Anlauf, mal gucken, ob es kommt,
Ich glaube, es ist ernsthafter als in den Jahren zuvor. Aber gerade bei dem Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus sind das wirklich sehr dicke Bretter, die wir bohren müssen. Und ich kann schon sehr gut verstehen, dass insbesondere aus den Migrantinnenverbänden und Organisationen da sehr Vorsicht ist und dass es da auch Enttäuschung gibt. Weil es gab auch immer wieder Enttäuschung, weil dann politische Mehrheiten nicht da waren, weil Sachen anders entschieden worden sind, weil Fördergelder gestrichen worden sind. Und ich glaube aber, was trotzdem noch mal deutlicher geworden ist und leider hat es dazu Hanau, aber auch Halle und auch die fünf Toten aus dem letzten Jahr gebraucht, immer wieder, um zu verdeutlichen, dass es die größte oder eine der größten sicherheitspolitischen Herausforderungen in diesem Land ist. Und wenn man ehrlich ist, gibt es aber seit 1990 sehr viel mehr Todesopfer. Und es ist kein Phänomen, was erst in den letzten 5 Jahren entstanden ist. Also sozusagen, es ist schon so, dass wir da sehr viel Druck und sehr viele Gespräche mit Politik führen müssen und auch da dranbleiben müssen. Und ich verstehen kann, dass es da Frust gibt. Dann habe ich noch mal eine Frage von Frau Sawicki. Die Taten, die sich gegen vermeintlich politische Gegner richten, haben stark zugenommen, unter anderem wegen der zunehmenden Gewaltbereitschaft von Corona-Leugnern. Gibt es Anhaltspunkte, dass die Polizei es an einigen Bundesländern schwerer hat, dagegen vorzugehen? Wenn ja, warum ist das so? Also ich kann das, glaube ich, gar nicht so jetzt nach Bundesländern klassifizieren. Ich weiß nicht, ob ihr da bessere Daten für hat, weil wir bundesweit arbeiten. Es wird vermutlich Länderunterschiede geben. Wir werden ja auch im Nachgang nochmal die Zahlen genauer reanalysieren, dahingehend vielleicht auch. Ich glaube halt insgesamt wurde das Thema die ersten 2 Jahre nicht wirklich ernst genommen. Also wenn man eben bedenkt, gerade auch was im digitalen Raum passiert ist, das wurde häufig abgetan, da kam es zu Verschleppung der Recherche oder es wurde gar nicht erst ermittelt dahingehend. Und da würde ich mir schon wünschen, dass eben diese ganze Milieu, dass da genauer drauf geschaut wird, weil ich sehe oder wir sehen da ja auch einfach die Gefahren und die Mordfälle, die da passiert sind in dem letzten Jahr. Genau. Ich kann da vielleicht nur für Sachsen ergänzen, dass ich glaube, es gibt sozusagen diese Kategorie in den Extremismus zu denken, was ja sehr weit verbreitet ist, noch in den Sicherheitsbehörden einfach da an seine Grenzen stößt, weil die Polizei das ganz am Anfang oft als, naja, das ist normaler bürgerlicher Protest abgetan hat ein Stück weit und eigentlich zu wenig auf die unterschiedlichen Items guckt. Also sei es, was ist Rassismus, was ist Antisemitismus und Frau Lamberti hat es ja ganz deutlich nochmal gesagt, dass die Corona-Leugner-Bewegung massiv antisemitisch aufgeladen ist. Und anhand der Symbolen, Sie haben das vorhin auch noch mal gesagt, mit dem Davidstern, wo der Impfzwang thematisiert wird, das sind alles Versatzstücke, die immer auf den Antisemitismus zurückführen. Und die Analysefähigkeit, wenn man dann immer nur in den Extremismen denkt, das ist sozusagen klassischer Rechtsextremismus, dann kommt man da, glaube ich, an seine Grenzen. Und es hat teilweise dazu geführt, dass ich glaube auch Polizisten und Polizistinnen da auch von Demonstranten überrannt worden sind und sich die Frage auch zu stellen ist, warum macht man das eigentlich mit seinen eigenen Leuten? Dann nochmal Frau Wolf, bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt richtet sich vermutlich an Frau Lamberti. Ich würde Sie gerne nochmal bitten, die Corona-Leugner-Szene und die Querdenker-Szene voneinander zu differenzieren, weil das sehr oft meinem Eindruck nach fast synonym verwendet wird. Und die Pandemie hat ja jetzt nicht mehr Hochkonjunktur als Thema in der Öffentlichkeit. Herr Münch sagte vorher auch, die Proteste nehmen ab, auch die Teilnehmerzahlen. Und das weiß vermutlich auch jeder, wenn man das einfach sozusagen mitbekommt. Inwiefern stellen Sie dann Verschiebungen fest? Welche Themen sucht diese Szene sich stattdessen? Gibt sozusagen Ersatz, der ein gleiches Mobilisierungspotenzial hat wie die Pandemie? Ja, also wenn wir von wirklich genau definiert von Querdenken sprechen, sprechen wir von einer Mobilisierung, die vor allem im ersten Jahr der Pandemie erfolgreich war dahingehend und aus Stuttgart kam.
Es wird als Synonym häufig benutzt, weil eben diese Proteste nach wie vor die Begriffe immer schwierig sind, den besten zu finden. Wenn wir von den verschwörungsideologisch geprägten Protesten sprechen, dann ist Querdenken eine Unterkategorie. Es gibt aber natürlich auch unterschiedliche Phasen. In dem ersten Jahr hatte man die Großmobilisierung nach Berlin beispielsweise, Leipzig, wenn Sie sich erinnern, die ja auch sehr eskalierte. Und dann gab es weniger Mobilisierungserfolge und es kam eben zu den sogenannten Spaziergängen, also zu eher dezentral an verschiedensten Orten gleichzeitig stattfinden, Protestgeschehen, was auch nochmal sich, glaube ich, auf die Zahlen insofern widerspiegelt, weil eben nicht genug, also es waren halt teilweise nur wenig Polizistinnen vor Ort, die überhaupt solche Straftaten auch aufnehmen konnten. Genau, das ist so, dass die Gemengelage und die Weltbilder unterscheiden sich teilweise auch lokal, was da dominant ist, welche politischen Akteurinnen da besonders dominant unterwegs sind. Aber es gibt immer so vereinende Elemente, den ich schon als einen antidemokratischen Raum definieren würde. Und das macht es eben auch gefährlich. Im Moment ist es so, dass die Mobilisierung abnimmt. Das macht sie aber nicht unbedingt weniger gefährlich, weil eben das Frustrationspotenzial in der Szene gerade extrem ansteigt aufgrund der fehlenden Mobilisierung. Wir hatten das in der Pandemie immer, dass es Momente gab, in denen das nicht gut funktioniert hat. Blicken wir jetzt auf den Herbst, Winter, kann das also auch wieder zurückkommen in der alten Form. Corona ist nach wie vor ein sehr zentrales Thema. Wir haben das gestern auch nochmal inhaltlich ausgewertet für den digitalen Raum. Aber was natürlich da auch jetzt mit reinspielt, ist das Thema des Krieges gegen die Ukraine. Das war 2014 ein Mobilisierungsthema bei dem sogenannten Friedenswinter, den Mahnwachen für den Frieden. Das ist jetzt auch wieder ein Thema und wir sehen das in einer Studie, die wir jetzt immer auch letzte Woche veröffentlicht haben, dass eben die Überlappungen sehr groß sind und dass gerade unter denen, die sagen, sie würden protestieren, 56% auch Verschwörungserzählungen zum Ukraine-Krieg zustimmen. Also zu glauben, dass das jetzt einfach verschwindet, würde ich sagen, ist vollkommen falsch. Wir haben A, den Krieg. Und da ist vielfach eine pro-russische Positionierung zu sehen in dem Milieu. Corona kann mit Maßnahmen wiederkommen. Und es wird ja auch in Zukunft Themen geben, wie zum Beispiel Anti-Gender-Narrative, Antifeminismus, aber auch der Klimawandel. Das heißt, diese Netzwerke sind da und wir brauchen als Gesellschaft da schon einfach Umgangsstrategien. Darf ich da nochmal nachfragen, woran machen Sie das konkret fest, dass die Gewaltbereitschaft oder die Gefährlichkeit dieser Szene nicht abnimmt, weil, wenn ich jetzt sozusagen meinen laienhaften Eindruck nehme, dann war es bei dem Krieg gegen die Ukraine irgendwie schwieriger, da so eine eindeutige Deutung irgendwie hinzulegen, weil nicht alle selbstverständlich pro-russisch waren oder sich da auch irgendwie Haltungen widersprochen haben. Also, genau. Ja. Also man muss da, denke ich, immer relativ spezifisch sein, worüber man spricht. Also reden wir über ein, ich sage jetzt mal klassisch in Anführungszeichen, rechtsextremes Milieu. Da gibt es unterschiedliche Positionierungen, eben auch je nachdem, auf wen man sich bezieht. In einem verschwörungsideologischen Milieu, da rede ich von den Akteurinnen, die Dinge organisieren, haben wir eigentlich eine sehr, sehr eindeutige Pro-Putin-Positionierung, bis auf Boris Reitschuster. Und dann ist es aber so, dass die Menschen, die auf Proteste gehen, die da sind, natürlich teilweise unterschiedliche Haltungen haben. Unsere Daten zeigen aber, dass es überzufällig häufig eine starke Positionierung doch gibt, pro-Russland, dass der Ukraine-Krieg als Verschwörungserzählung dargestellt wird. Genau, und das sind halt diese unterschiedlichen Ebenen. Da muss man sich angucken, woran ich festmache, dass es aggressiv ist. Unter anderem beispielsweise an Meldungen, dass der Gesundheitsminister entführt werden sollte. In anderen Ländern sieht man ja Ähnliches. Also in der Schweiz gab es eine geglückte Entführung aus diesem Milieu. Es gab ja auch diverse Razzien, nicht ohne Grund in der letzten Zeit. Und die Erfahrung zeigt halt, dass mit abnehmender Mobilisierung häufig nochmal es zu einer stärkeren Aggression kommt, auch weil man sich ja nicht mehr bürgerlich geben muss und dadurch eben auch nochmal das Radikalere sichtbar ist. Und ich habe doch nochmal eine Frage von Frau Sawicki. Sie fragt, die Anzahl an Corona-Leugnern ist in der Region Sachsen und im Süden Deutschlands am höchsten. Damit sagt sie, man kann, weil es so große Einkommensunterschiede praktisch zwischen Sachsen und dem Süden Deutschlands gibt, man kann also keine Rückschlüsse auf die politische Einstellung beim Thema Corona ziehen.
Was eint diese Menschen und was unterscheidet sie? Ich habe gerade so lange geredet. Gut. Also es war tatsächlich die letzten Jahre so, dass sich, wenn ich jetzt von der Einstellungsebene rede, Ost und West sich in Bezug auf den Verschwörungsglauben nicht mehr unterschieden hat. In dem Moment, wo die Corona-Pandemie kam, gab es diese Unterschiede wieder. Also in der Krise ist im Osten ein deutlich stärkerer Verschwörungsglaube zu sehen. Insofern würde ich schon sagen, dass man diese Unterschiede sieht. Aber mein Eindruck war, dass in den letzten zwei Jahren es gibt Unterschiede in der öffentlichen Berichterstattung und Wahrnehmung. Häufig wurde, es ist ein Problem des Ostens. Und das stimmt so eben nicht. Das zeigen eure Zahlen, das zeigen diverse Studien. Also da sollte man nicht den umgekehrten Fehlschluss machen und das jetzt nur auslagern, weil ja schon auch zum Beispiel jetzt, ne, Baden-Württemberg-Querdenken durchaus da ein Sammelbecken war und von da diese Bewegung gestartet wurde. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Online habe ich auch keine weiteren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen auf dem Podium. Danke für die Aufmerksamkeit und ich schließe die Pressekonferenz. Vielen Dank. Dankeschön. Yeah.